Rudi Draxler, Ronny Keller hat sich gestern schwer verletzt gegen Langenthal. Wie sieht der aktuelle Stand aus? Aktuell ist es so, dass er operiert wurde im Paraplegikerzentrum in Nottwil, dass die Operation gut verlaufen ist, aber dass man noch nichts sagen kann, wie es weiter wird gehen mit seiner Gesundheit. Wann kann man dann weitere Informationen bekannt geben? Nach Aussagen von den Ärzten dauert das Minimum 14 Tage, bis man das sagen kann. Jetzt, die Mannschaft war ja gestern schon schockiert, auch die Fans. Wie ist im Moment so ein bisschen das Aufnehmen von der Mannschaft von diesem Zwischenfall? Die sind am Verarbeiten von dem Ganzen. Wir haben heute auch kein Training gehabt. Das ist allerdings unabhängig von diesem Unfall. Das war sowieso so vorgesehen, dass kein Training ist. Also von dort her ist wahrscheinlich jetzt jeder Einzelne dran, an dem zu verarbeiten. Jetzt, das Playoff ist mitten im Gang. Spielt man da trotzdem jetzt normal weiter oder hat das jetzt irgendwie eine Veränderung zur Folge, der Zwischenfall von Ronny Keller? Ich denke, das wird normal weitergehen. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass man da Änderungen machen kann im Spielablauf. Der ist ziemlich sick, der ist ziemlich eng gesteckt. Und da Anpassungen drin zu machen, wird doch sehr schwierig sein. Also das wird eine mentale Herausforderung sein für unser Team, ja. Kommt von Seite vom Verein etwas, also jetzt gegenüber der Mannschaft, jetzt, um quasi die Spieler wieder ein bisschen, ja, auf den Damm zu bringen? Wir bieten eine mentale Betreuung an, psychologische Betreuung. Wer das will, wer das braucht, kann das haben. Das sind wir am Abklären und am Aufgleisen. Das wird so gemacht. Okay, jetzt ja, geht es weiter bereits am Freitag. Was denkst du jetzt von der Mannschaft her? Ist er jetzt irgendwie ja, ein bisschen gehemmt oder ist sie jetzt erst recht stimmig? Ja, das kann man jetzt auch gar nicht so sagen. Ich würde sagen, weder noch. Also es ist sicher ein voller Einsatz da für Ronny, dass man das kann in die Ordnung machen kann, was da wird laufen. Irgendeine Trotzreaktion oder das, nein, das nicht. Also für das ist das viel zu ernst, dass man da solche Reaktionen hat. Wir wollen sicher sportlich zeigen, was läuft, was durchgeht, aber das wird es sein. Jetzt ist zwischen Langenthal und Olten schon grundsätzlich Zündstoff drin in das Spiel. Jetzt durch diese Aktion vermutlich noch ein bisschen mehr. Macht man sich da von Seite des Vereins Sorgen, dass das irgendwie könnte, ja, ins Doofe abdriften auf dem Eis? Oder? Nein, auf dem Eis wird das nicht. Nein, das denke ich nicht. Also das sind Profis, die hier am Werk sind, die hier arbeiten. Wir kennen sich ja einander auch. Das sind einfach Ausraster nach unten, die halt vorkommen. Und das ist nicht, nein, das ist, auf mich hat das keinen Einfluss. Also denke auch, die Mannschaft vom SC Langenthal ist da sicher nicht erfreut über solche Sachen und die haben auch zu genagen an solchen Vorfällen. Sehr gut, danke vielmals.